meine Damen und Herren, wir stehen heute als die größten Verfechter der Europäischen Union vor euch und trotzdem sagen wir, es ist wichtig, diese Stimmen einzubeziehen. Christina hat euch gesagt, dass die Suche nach Alternativen eigentlich ein Indikator für Unzufriedenheit und für Probleme in der EU sind und dass wir sie respektieren müssen. Ich werde darüber reden, dass die Demokratie faul ist. Wir sehen das daran, also erstens müssen wir klarstellen, die auch versucht hier zu beweisen, dass die EU die einzige Lösung ist. Wir glauben, dass die EU nicht alternativlos ist, trotz all ihrer Benefits. Und das sieht man vor allen Dingen auch an dem Beispiel von Frank-Walter Steinmeier, dass diese Benefits jederzeit vergessen werden können. In seiner Wutrede hatte er Gegner vor sich, die vergessen hatten, dass Europa Frieden gebracht haben, die vergessen haben, dass Europa wirtschaftliche Stabilität gebracht haben. Das zeigt uns, dass die Menschen Benefits vergessen und dass wir das wehrhaft verteidigen müssen an dieser Stelle. Bevor ich zu meinem konstruktiven Material komme, was das Europaparlament für uns als Plattform nach innen und nach außen bedeutet und warum wir hier die Meinungsfreiheit schützen, weil wir an den mündigen Bürger glauben und dass wir ihn nicht vor den Kopf stoßen möchten. 6 wichtige Punkte des Rebuttals, die alles hier aus der Welt schaffen sollen. Erster Punkt des Rebuttals, es wurde hier von der nationalen Ebene gesprochen, dass wir ja da die Möglichkeit haben, dass jedes Parlament für sich entscheiden kann, ich möchte austreten. Erstens erkennen wir an, dass wir dem EU-Bürger das Recht geben, jederzeit Europa abschaffen zu wollen. Und das verdeutlicht sich vor allen Dingen durch die Bedeutung der Europawahlen, wo der Bürger ja jetzt schon die Möglichkeit hat, Europa maßgeblich mitzubestimmen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das auch auf europäischer Ebene jederzeit ernst nehmen. Und zweitens glauben wir, dass die Staaten ja unter dem Status quo den europäischen Regelungen unterliegen. Das heißt, sie haben auch ein Interesse, wenn sie denen ausweichen zu wollen, das auch auf europäischer Ebene anzustreben. Zweiter Punkt des Rebuttals. Dann wurde aufgestellt, dass das Problem ja ist, dass sie gemeinsam kooperieren und unfair dabei sind. Da frage ich mich erstens, was unfair ist. Wir haben klar aufgestellt, dass die Fairness hieraus ergehen würde, dass jeder mit eingeschlossen ist. Und da hat Jan Felix über Sabotage gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass sie alle Mittel ergreifen werden, zum Beispiel sowas oder Anfragen oder Funktionäre, die blockieren. Da sagen wir 4 Punkte dazu. Erstens, unter dem Status quo haben wir schon das Machtgerangel. Man sieht, David Cameron kann sich hinstellen und sagen, Claude Juncker, du wirst nicht der neue Ministerpräsident, der EU-Kommissionspräsident, obwohl dich das Volk gewählt hat, sondern es gibt diese Machtgerangel, es gibt schon diese Konflikte unter den etablierten Parteien. Zweiter Punkt, es ist ein wichtiger Mechanismus, die dürfen wir auch nicht den Parteien vorenthalten und das würden wir tun in dem Moment, wo wir sie ausschließen. Dritter Punkt, es ist ein beidseitiger Prozess an dieser Stelle. Das heißt, wir haben alle Fraktionen im Europäischen Parlament können das nutzen und das heißt, es kann auch gegen diese Fraktionen, gegen diese Koalition eingesetzt werden. Das sehen wir als fair an. Viertens, zwingt es sie gerade da zur Auseinandersetzung. Wenn wir Störenfriede haben, dann zwingt es uns zur Auseinandersetzung. Das hat Christina eben schon klar gemacht an dieser Stelle. Vierter Punkt des Rebuttals, warum der Diskurs hier an dieser Stelle falsch ist. Das basiert auf der Prämisse, dass die EU unverhandelbar ist. Du kannst die Zwischenfrage gleich erläutern, wenn sie so richtig war. Später. Die EU unverhandelbar ist. Wir sagen, und da sagte Jan Felix dazu, das schwächt unsere Interessen im Ausland. Da sagen wir, gerade da müssen wir unsere demokratischen Werte verteidigen. Da können wir zeigen, dass unsere Demokratie davon lebt, alle Meinungen einzubeziehen. Und da können andere zu der Demokratie hochblicken. Zur Bedeutung des Parlaments das war das, was Johannes an dieser Stelle eingebracht hat. Er hat gesagt, es ist ein wichtiges Gremium, was handlungsfähig bleiben muss. Da sagen wir, ja, es ist ein mächtiges Instrument. Und ich habe es Ihnen schon angedeutet, es wird direkt von den Bürgern gewählt. Und das heißt, wenn wir da Bürger, die solche Fraktionen wählen würden, ausschließen und in ihrem Votum, indem wir die Parteien ausschließen, dann stoßen wir ihnen vom Kopf und sagen, eure Sorgen sind lächerlich. Das ist ein falsches Signal. Und zweitens, ist es, weil es so ein mächtiges Instrument ist und weil wir es eben schützen müssen, ist es der Punkt, wo sie uns piesacken können? Ist es der Punkt, wo sie sagen können, wir müssen uns mit denen auseinandersetzen? Weil ich ich mache weiter mit meinem konstruktiven Material. Die Zeit ist vorangeschritten und ich werde gleich noch eine schließende Frage dran nehmen, wenn ihr soweit weitermachen könnt. Erster Punkt, das Europäische Parlament aus unserer Sicht. Ich habe es eben schon mal angedeutet, dass es sehr wichtig ist, dass wir nach außen als Demokratie zeigen, dass wir funktionieren, auch auf multinationaler Ebene. Das ist ja eben gerade das Problem hier. Wir haben diese nationalen Interessen, wo wir sagen, es ist gerechtfertigt, dass Marine Le Pen oder UKIP da Parteien bekommen. Und es ist wichtig, dass wir das auch nach außen zeigen, dass wir als Europa stark sein können, obwohl diese Interessen so weit divergieren.
Und obwohl diese Extreme so zerstreut sind, es ist sehr wichtig, dass wir sie ernst nehmen. Da sieht man zum Beispiel auch bei UKIP das Beispiel. Da wurde lange Zeit von den anderen etablierten Parteien in England nur behauptet, ach, die sind alle rechts, die haben gar keine wichtigen Punkte. Aber wenn ein Bürger die wählen möchte, wegen anderer Punkte, dann wird er vor den Kopf gestoßen. Und das ist auch ein Signal, was wir nach außen senden an dieser Stelle. Peer, ganz schnell deine Frage. Genau. Wenn CDU und Grüne zusammenarbeiten müssen gegen all die Trolle, um die EU irgendwie zu erhalten und deswegen keinen richtigen Meinungsaustausch untereinander haben, ist es genau das, was die Leute frustriert. Dann zwingen wir diese etablierten Parteien, die EU weiter zu verteidigen. Weil wir lehnen uns jederzeit zurück. Wir sagen, die EU ist die einzige Alternative. Die EU hat schon gezeigt, aber der Bürger vergisst das. Wir müssen dem Bürger zeigen, dass wir ihn ernst nehmen und wir müssen dem Bürger zeigen, dass wir bereit sind, diese Werte weiterhin zu verteidigen. Und das ist auch das, wie der Mechanismus nach innen funktioniert. Ich glaube, das ist in meinem Rebuttal auch gerade schon implizit. Zu dem zweiten großen Punkt, warum wir sagen, dass die Meinungsfreiheit besonders hier im Parlament erhalten wird. Weil es eben eine Plattform ist, weil es die wichtigste europäische Plattform ist. Auch da müssen europäische Werte verhandelt werden. Und wir sehen vor allen Dingen ein Problem, wenn wir hier in die Meinungsfreiheit eingreifen, weil wir sagen, es ist eine legitime Meinung zu sagen, dass die EU nicht die einzige Alternative ist, dass wir erstens den Menschen sagen, wir nehmen eure Sorgen nicht ernst. Das heißt, wir stoßen ihnen, wie ich es eben schon mal angedeutet habe, vor den Kopf. Und das kann dazu führen, dass sie sich alienated fühlen. Sie wählen zum Beispiel eine Partei, die wir eher rechts einordnen, aber vielleicht nicht aus dem Beweggrund, dass sie die rechts haben, sondern weil sie valide Kritik an der EU haben. Es gibt valide Kritik. Es kann sein, dass der Euro nicht richtig ist und es kann auch sein, dass Europa, so wie es jetzt und die Europäische Union, wie sie jetzt steht, nicht das Richtige ist und dass das abgewandelt werden muss und wenn man es halt nur anders nennt. Das sind alles Sorgen, die sich da verbergen können und wir dürfen die Leute nicht alienaten, indem wir sagen, stopp, das geht nicht und zweitens glauben wir an den mündigen Bürger, der informiert werden kann. Das heißt, wir haben hier andere Mechanismen, um zu verhindern, dass diese Fraktionen zu viel Macht gewinnen. Und das heißt, wenn wir gezwungen werden, uns mit ihnen auseinanderzusetzen, dann haben wir auch die Möglichkeit, den Bürger als mündig darzustellen, ihn wahrzunehmen und zu sagen, ihr versteht das. Meine Damen und Herren, wann ist es am schwierigsten, demokratisch zu sein? Es ist am schwierigsten, wenn die Kritik sich direkt gegen die Demokratie richtet. Aber das ist der Moment, in dem wir uns beweisen können, wenn wir wachsen können. Und deswegen müssen wir gerade jetzt die Meinungsfreiheit erhalten. Deswegen bin ich stolz, heute auf Oppositionsseite zu stehen.